were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Girls Talk Video, mal wieder, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe mich hier in diese Ecke des Zimmers gesetzt, auf meinen bequemsten und liebsten Stuhl, der sich übrigens dreht, falls man es nicht merkt. Und werde heute so ein paar Fragen von euch beantworten und ja, ich habe mega Lust und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem Video. Die erste Frage, die ich von euch bekommen habe, und zwar so oft bekommen habe, ich glaube, jede zweite Frage war, wie verhütest du, benutzt du die Pille, nimmst du die Pille, kannst du das weiterempfehlen, bliblablub. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das einfach mal als erstes raus. Ich werde übrigens immer so ein bisschen länger über die Themen reden, einfach um euch meinen Standpunkt richtig zu erklären und einfach, keine Ahnung, ich rede gerne. Also ich persönlich nehme die Antibabypille und das jetzt schon seit 5 Jahren. Genau. Kann ich es weiterempfehlen? Meiner Meinung, also das ist jetzt so ein dummes Ding. Also ich kann es eigentlich wirklich gar nicht weiterempfehlen. Die Pille hat mich so verändert, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe die Pille damals angefangen zu nehmen, nicht zur Verhütung, sondern weil ich relativ schlechte Haut hatte und ich Angst hatte, Akne zu bekommen. Und deswegen habe ich die Pille genommen. Ich weiß, eigentlich auch ein super dummer Grund, aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen stärker schlechtere Haut hat, der kann mich da irgendwie so ein bisschen verstehen. Und deswegen bekomme ich auch immer super viele Nachrichten, ob ihr die Pille nehmen solltet wegen eurer Haut. Im Nachhinein ist es immer leichter zu sagen, nein, ich würde es nicht nochmal machen, aber im Endeffekt weiß ich, dass ich es wahrscheinlich trotzdem nochmal machen würde, weil ich mich einfach wahnsinnig unwohl gefühlt habe damals. Ich habe wirklich schon fast Akne gehabt und jeder fragt mich immer, woher ich meine schöne Haut habe. Und da muss ich echt sagen, das habe ich der Pille zu verdanken. Aber meine Mama hat damals, als ich die Pille angefangen habe zu nehmen, auch gesagt zu mir und meiner Schwester, ob wir uns sicher sind, weil das einfach Hormone sind und weil das nicht einfach, keine Ahnung, das ist nicht so ein Ding, womit man, was man einfach mal nimmt, weil man schlechte Haut hat. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich wollten Sabrina und ich das nicht hören und haben sie trotzdem angefangen zu nehmen. Und mir hat die Pille so viel Schlechtes gebracht. Also ich war immer ein Mensch, der sehr, sehr dünn war. Ich war immer ein Mädchen, ich konnte alles essen. Ich habe wirklich täglich eine ganze Schokoladentafel gegessen und habe nicht zugenommen. Also ich war immer sehr, sehr schlank. Und als ich die Pille angefangen habe zu nehmen, habe ich 10 Kilo dadurch zugenommen. Bei manchen ist es ja auch so, dass sie nicht durch die Pille zunehmen, aber ich habe einfach 10 fucking Kilo zugenommen. Und ein Mädchen, das im Teenageralter ist und sowieso so ein bisschen Selbstzweifel und so weiter und so fort hat, ja, da liegt es nahe, dass man dann vielleicht irgendwie eine Krankheit daraus entwickelt. Also ich habe dann eine Essstörung bekommen. Ich habe angefangen, nichts mehr zu essen. Das war schon alles vor YouTube, also deswegen habe ich auch da noch nie so wirklich viel drüber geredet. Ich möchte auch niemanden damit triggern und deswegen, es gibt so viele Mädels, die solche Videos schon auf YouTube hochgeladen haben, da muss ich meinen Senf nicht auch noch dazu geben. Das ist zumindest meine Meinung. Auf jeden Fall, ja, hatte ich dann eine Essstörung und das war gar nicht schön. Also mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, wie viel Lebensqualität mir diese dumme Krankheit genommen hat, weil man 24/7 nur über Essen nachdenkt und irgendwann dann gar nichts mehr isst. Auf jeden Fall möchte ich darüber gar nicht so viel reden. Es war dann halt einfach, irgendwann kam ein kritischer Zeitpunkt und dann musste ich für mich entscheiden, dass ich das, also ich musste das nicht für mich entscheiden, aber ich habe dann einfach entschieden, dass es so nicht weitergehen kann, dass das nicht gesund, absolut gar nicht mehr gesund ist und habe dann mich so wieder zurück in das normale Essen gekämpft, sage ich jetzt mal. Ja, das war einmal und was mir in letzter Zeit einfach super krass auffällt, sind meine Stimmungsschwankungen. Also so circa eine Woche, bevor ich meine Tage bekomme. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da Depressionen habe, aber es geht mir einfach wirklich gar nicht gut. Also ich denke dann, ich stelle alles, was in meinem Leben gerade so eigentlich super läuft, in Frage. Und das ist so schade, weil ich mir damit schon sehr, sehr viel selber kaputt gemacht habe. Und danach mich immer frage, warum bist du so dumm? Warum bist du jetzt gerade einfach so? Aber das kommt wirklich durch die Pille. Ich habe wahnsinnige Stimmungsschwankungen. Ich habe dann Fressattacken und ich weiß nicht.
Das Ding ist jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, ja, dann mach doch einfach was anderes, verhüte irgendwie anders. Ich habe mich mit dem Thema schon viel auseinandergesetzt und ich bin bisher einfach nicht auf ein gutes, für mich gutes Ergebnis gekommen. So, ich hoffe, es hat sich nicht viel an der Perspektive verändert. Meine Speicherkarte war voll, deswegen musste ich die Kamera kurz wegstellen. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, Sabrina und ich sind Spiralenkinder, wir sind ein Geschenk Gottes, wir sollten einfach kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber deswegen würde ich halt nicht die Spirale nehmen. Nicht, also nur weil meine Mutter deswegen schwanger geworden ist, heißt es nicht, dass ich auch deswegen schwanger werden würde. Aber das ist für mich so ein Zeichen, dass das vielleicht in unserer Familie nicht so funktioniert. Und irgendwie, ich glaube, manche verstehen auch, dass ich deswegen einfach sage, okay, dann muss ich das nicht unbedingt ausprobieren, weil, ne? Mir ist es schon sehr wichtig, dass ich jetzt keine Kinder bekomme. Deswegen ist die Sicherheit der Verhütung für mich einer der obersten Punkte. Eine weitere Sache, worüber ich mich dann auch informiert habe, ist die Kupferspirale. Ich habe mich dann auch untersuchen lassen und meine, es ist jetzt ein bisschen juicy, aber meine Gebärmutter ist einfach nicht so, liegt nicht so oder irgendwas. Ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber ja, sie liegt nicht so, dass man die Kupferspirale bei mir einsetzen kann. Und dann gibt es noch den Kupferring. Den hat sich eine nahe Verwandte von mir einsetzen lassen und ist gestorben vor Schmerzen. Und sie ist an dem Tag wirklich fast umgekippt und musste sich das sofort wieder rausnehmen lassen am nächsten Tag. Deswegen ist das für mich halt auch, kommt für mich auch nicht in Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist halt so meine Entscheidung. Es gibt noch so einen Ring, den man sich selber immer einsetzen muss, einmal im Monat. Ich weiß gerade nicht, Novo-Ring, kann das sein? Irgendwie so. Dazu kenne ich mich aber noch nicht genug aus und ich habe auch einfach sehr, sehr Angst vor sowas, weil ich, das Letzte, was ich jetzt will, ist wirklich schwanger werden. Deswegen, ja. Außerdem gehe ich jedes Mal zu meinem Frauenarzt und sage, ich möchte gerne was anderes. Können Sie mir irgendwas empfehlen? Können Sie mich da einfach mal beraten? Und er sagt jedes Mal, nein, nehmen Sie die Pille. Deswegen, ich sollte den Frauenarzt wechseln, das weiß ich selber. Aber das sind so meine Gründe, warum ich die Pille nehme. Also vielleicht versteht ihr jetzt meinen Struggle so ein bisschen. Ich habe mich damit wirklich auseinandergesetzt. Aber ich bin bisher noch zu keiner Lösung gekommen, die mich irgendwie zu 100% glücklich macht und ich glaube, das war jetzt auch genug zum Thema Pille. Ihr wisst jetzt meine Meinung. Ich glaube, man sollte immer was anderes benutzen, wenn es denn geht. Und wenn man dem vertraut, benutzt nur ein Verhütungsmittel, dem ihr vertraut, weil, keine Ahnung, das persönliche Gefühl spielt damit auch eine mega Rolle, meiner Meinung nach. Aber ja, jetzt habe ich sehr lange über dieses Thema geredet, aber ich habe da noch nie so drüber geredet, deswegen wollte ich euch einfach alles dazu sagen, was ich dazu zu sagen habe. Genau. Dann eine Frage, mit der ich gar nicht gerechnet hätte, dass sie so oft von euch kommt, ist, ob man mit dem ersten Freund zusammenbleiben soll, ohne zu wissen, wie es mit einer anderen Person wäre. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das darauf beziehst oder ihr das darauf bezieht, mit einer anderen Person eine Beziehung zu haben oder eben ne, Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person zu haben, weil das ist ein Megathema in meiner Jugend gewesen. Also total viele, die halt einfach schon länger einen Freund hatten, haben dann teilweise auch ihre Zweifel geäußert, einfach weil sie sagen, sie hatten noch nie was mit einem anderen. Meine ganz persönliche Meinung, ich habe nicht nur einen Freund gehabt, deswegen kann ich mich da nicht so zu 100% in euch reinversetzen, ganz klar. Aber meine Meinung zu diesem ganzen Thema ist einfach, dieses ganze Video ist jetzt wirklich ein bisschen juicy, aber ich weiß nicht, ich finde, über sowas sollte man auch mal reden. Sex ist für mich nicht wirklich unterschiedlich von der, also das hängt, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es macht für mich nicht so einen großen Unterschied, mit wem man schläft. Wisst ihr, was ich meine? Also vom Sex allgemein her. Ich finde es nur einfach viel, viel schöner, mit einer Person zu schlafen, für die man Gefühle hat. Und ich finde dieses Klischee oder diese Einstellung von Menschen, dass es dass man sich ausleben muss und dass man irgendwie mit so vielen Leuten geschlafen haben muss, weil sonst hat man was verpasst, stimmt meiner Meinung nach einfach gar nicht. Weil wenn du mit deinem ersten Freund guten Sex hast und dich wohlfühlst und es dir Spaß macht und es dir gefällt und, keine Ahnung, warum solltest du dann mit jemand anderem schlafen? So, verstehst du, was ich meine? Also, wenn du unzufrieden bist, dann kannst du mit deinem Freund darüber reden. Aber meiner Meinung nach ist es nicht wichtig, dass man mit so und so vielen Leuten was hatte.
Das soll jeder für sich entscheiden. Jeder kann das machen, wie er will. Schlaft mit so vielen oder so wenigen Leuten, wie ihr wollt. Aber lasst euch da nicht durch die Gesellschaft irgendwie sagen, dass man sich ausgelebt haben muss, weil sonst verpasst man was. Und mit 40 ist man dann so, oh mein Gott, ich habe so viel in meinem Leben verpasst. Es ist meiner Meinung nach einfach wirklich kein krasser Unterschied, mit was für einer Person man schläft. Es ist einfach meiner Meinung nach am schönsten, wenn man mit einer Person schläft, die man liebt und die einen auch liebt. Und deswegen, solange das der Fall ist, ist alles tutti bene und macht euch da nicht so viele Gedanken drüber. Also manchmal macht man sich seine Probleme einfach selber und das ist echt schade. Dann habe ich auch super viele Fragen zum Thema Eifersucht bekommen, deswegen wollte ich das jetzt auch mal reinnehmen. Und zwar meine Meinung zum Thema Eifersucht, also ich persönlich bin eigentlich gar nicht eifersüchtig. Also was heißt gar nicht? Also wenn Jonas Mädels schreiben, was leider ab und zu vorkommt, dann finde ich das gut, wenn er es mir zeigt. Also ich darf immer mit in sein Handy schauen. Wenn ich mich neben ihn lege und mit in sein Handy reinschaue und er schreibt mit einem Mädchen, dann, keine Ahnung, hebt er nicht das Handy weg oder sonst was. Das gibt mir schon mal ein sehr gutes Gefühl. Wenn Mädels ihm schreiben, denke ich mir einfach so, ja, okay, die schreiben ihm halt, aber ich vertraue Jonas zu 100%, dass er diesen Mädels nichts Komisches zurückschreibt und ich sehe es ja auch. Deswegen, ja, aber ich muss sagen, in meiner PMS-Phase, also eine Woche vor meinen Tagen immer, ist das bei mir ein bisschen stärker. Einfach, das ist mir jetzt auch aufgefallen, einfach weil ich da auch viel mehr Selbstzweifel habe. Und meiner Meinung nach entsteht aus Selbstzweifel Eifersucht. Weil warum solltet ihr eifersüchtig sein? Eifersucht bedeutet ja eigentlich nur, dass ihr Angst habt, dass die Person, die ihr liebt, plötzlich jemand anderen besser findet. Aber wenn ihr selbstbewusst genug seid, dann wisst ihr das. Euer Partner niemals jemand anderen gut finden würde oder mit jemand anderem was machen würde, weil ihr ja eigentlich perfekt für die Person seid oder passend für die Person seid. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man nicht dieses Selbstbewusstsein hat oder das selber nicht von sich sagen kann, dass man weiß, dass man gut genug für die andere Person ist, dann wird man schneller eifersüchtig. Also, falls ihr sehr eifersüchtig seid, fragt euch vielleicht einfach mal, wie ihr zu euch selber steht, ob ihr euch selber genug liebt oder ob es da vielleicht so ein paar Sachen gibt, an dem es einfach hapert und arbeitet daran. An der Eifersucht direkt könnt ihr gar nicht so richtig arbeiten, weil wenn ihr eifersüchtig seid, dann seid ihr eifersüchtig. Aber ihr könnt an eurer Selbstliebe, jetzt gibt's Essen, ihr könnt einfach daran arbeiten, dass ihr selber wisst, wer ihr seid, was ihr seid und wie viel ihr der anderen Person eigentlich auch bedeutet. Deswegen, ja, that's it. Jetzt ist mein Kameraakku leer und ich glaube, ich habe auch schon mega viel geredet. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt einfach nur 3 Fragen oder Themenbereiche besprochen habe, aber die waren einfach für mich sehr wichtig und ich wollte da einfach ein bisschen mehr drüber quatschen. Schreibt mir gerne, falls ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, dann nehme ich die in mein nächstes Video mit rein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!